So, guten Tag an alle. Wir spielen noch eine Runde. Mass Effect 3. Mit Christian. Mit Christian. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ach shit. Es ist zu spät. Wir haben morgen Uni, aber scheiß drauf. Ich muss um 7 Uhr raus. Eigentlich schon, aber Christian darf trotzdem ausschlafen. Arschsteige. Gut, nach etlichen Startschwierigkeiten können wir das endlich nochmal starten. Ich mag die Map, ich mag die Gegner, glaube ich. Ja, ich mag die Gegner. Was haben wir denn? Aber es ist verseucht. Ich weiß nicht, was verseucht hier auf dieser Map bedeutet. Regen, oder? War das nicht Regen? Nee, genau. Das war das, dass es die ganze Zeit verdonnert oder rumpelt und was oder was weiß ich und dass dadurch dein Ziel verfälscht wird. Tim, welche Fähigkeiten habe ich? Was ist Sie die sind Fähigkeit da oben. 3? Ach, hallo Christian! Wir spielen das Spiel der Spiele. Nein, das Spiel der Spiele kam davor. Weil. Tim, der Bolus ist lustig. Als if. Tim, das ist die Frage. Meine Waffe, weil man gerade nichts Besseres hast, zu tun hat. Kacke. Und Spaß dran hat. Ja. Okay, Shit, das wird vielleicht nicht unbedingt, aber... ich glaube, du hörst mir gar nicht mehr zu. Ich höre dir zu. Ich habe halt mir zu gehört. Was hast du gesagt? Die Waffe, die du mir empfohlen hast, ist nicht sonderlich gut. Noch nicht vielleicht. Oh, scheiße. Das stimmt wohl. Ja, dann sag Penis. Oh shit. Du hast Penis schon gesagt. Nicht, dass ich wüsste. Von wo denn? Wäre lustig, wenn das jetzt gesperrt wäre. Ich ficke Kinder. Unser System gehört abgeschafft. Wenzel, Christian Wenzel, Dingsbums, was ist dabei? Das ist Christian. Boah, welcher Christian? Welcher Christian? Hä, wie welcher Christian? Naja, Christian und Christian. Ach, so. Beide da? Mensch! Okay, Christian und Christiane. Haben wir hier. Wer ist Christiane? Christian oder Christian? Christian Christiansen. Oh. Weil er sich freut. Ich freue mich. Oh, jetzt ist er schon. Das tut mir auch leid. Das tut doch voll weh. Ich glaube, du musst deine. Ja, macht schon was. Vor allem, weil er sich die ganze Zeit. Von wo denn? Ich werde dann dort abgeknallt. Ich spreche ihn noch mal. Flammenwerfer flint. Ja, habt Geduld. Nein, ich kann dich nicht, wiederbeleben. Doch jetzt. Jetzt nicht. Jetzt doch. Hä, was ist das denn für ein Fähigkeit? Wie viele Kills hast du? Ich weiß es nicht. Das wird, glaube ich, gar nicht angegeben. Ey Leute, ernsthaft? Sehr geil, sehr geil. Nein, ich bin tot! Ohne Werbung für weniger Erfolg. Und jetzt bin ich ganz tot. Ey, vielleicht wird das, ey, die werden doch immer nur urheberrechtlich gesperrt. Ich singe jetzt einfach ein Lied. Ich glaube, du kannst nicht gut genug singen, um das zu machen. Alex, stirb nicht! Wer ist noch am Leben? Und wir stehen hier im Ring, um nichts mehr zu geben. Was ist das denn für ein... Das ist ein Kollektor. Das waren die, die uns vorhin so viele Probleme bereitet haben. Aber er bereitet denen irgendwie nicht so große Probleme. Erfolgsmusik oder so. Was? Hier, was ja, viel Spaß beim Singen. Du bist mein Glück, groß wie ein Planet. Du bist die Sonne, die niemals untergeht. Nein, dieses Gute von der, wie heißt du bist die? Mein grandios, der Helene Fischer. Helene Fischer, ja, oh ja. Gott, bleib mir welches weg. Oh, wie viel habt ihr getrunken? Ich hab keine Ahnung. Wie ging das Lied von Helene Fischer? Ich will's nicht kennen. Kartoffelsalat. Hey. Kartoffelsalat. Ey, das ist ja jetzt wohl genug, um das irgendwie.
Leider nein. Ich rufe hiermit offiziell zum Holocaust auf. Nein, Atlas. Nein. Ich habe auch Leute gegen Leute aus allen Religionen. Und die sollten alle sterben. Besonders die Atheisten. Jetzt werden es aber viele Ansätze auf einmal. Ja. Ich feuer in alle Richtungen. Auch auf Kinder, wollte ich nur noch mal gucken. Natascha, komm, du schaffst das mit dem Keller. Jetzt. Boah, dann ist ja mal schon sowas von Politik. Nein! Oh, das ist schade. Ich bin tot! Nein! Ich bin komplett tot. Ich auch. Ey Leute, denkt ihr auch nur über die reale Welt? Ich wollte mal. Was ist das? Aber das sind keine Menschen. Das sind keine Menschen, die sterben. Ach so, du sagst es nur, weil sie anders aussehen. Und vielleicht aus einem Nazi. Es ging um Menschen. Hitler, spezifisch. Hitler. Euch Kinder. An der Uni müssen wir am Samstag ein Referat Evolution versus Schöpfungstheorie halten. Christian hat übrigens ein Lied geschrieben, das heißt. Nikolaus. Es fällt seit heute früh ein Glühwein. Tim, ja. Ich muss an der Uni am Samstag ein Referat mit einem Freund über Schöpfung versus Evolution halten. Okay. Wir haben es heute gemacht in zweieinhalb Stunden oder so. Ja, es ist sehr gut geworden. Oha, ich bin weg. Ich finde, Aliens sollten sicher nur nicht studieren dürfen. Du Rassist. Das ist meine Meinung. Das geht ja aber mal so gar nicht. Oh, das tut er nicht. Meine Meinung sagt, er schießt was dagegen. Wo ist das von? Ja, das tut möglicherweise nicht so gut. Oh, Tim, du bist inkompetent. Man merke, Christian tut alles dafür, dass dieses Video so ätzend wie möglich wird. Und Christian auch. Christian. Oh, hier sind viele. Warte mal, was geht denn noch so gar nicht? Gegen was darf man nichts sagen? Gegen diese Homos. Genau, wir sind alle schwulenfeindlich. Und? Wie hast du diese Ausländer? Türken, ja, Christian. Besonders außer die sind schwul und Ausländer, dann geht's wieder. Das hebt sich auch. Doppelt Verneinung. Das ist neutral, dann wieder. Minus mal minus kein Plus. Nope. Ey, lebt noch irgendwer? Negativ. Nein. Okay, top. Ich bin tot. Mal wieder. Oh doch, eine lebt noch. Einer lebt noch. Was? Oh! Für Pfeffer. Boah, ne, du bist gerade voll gemütlich. Einer lebt noch. Das ist ein Wort, ich weiß, aber ich benutze es extra falsch, damit ich so tue, als wäre ich ein Profi-Gamer. Und alle merken, oh Gott, das Kollege ist auch voll der Profi. Alter, voll der Kacken. Voll der LOL. LOL-Roffel, voll der Opfer. Warte, das war in Deutsch, ne? So, ja. Highlight. Boah, Leute, ich wollte mich schaffen. Ja. Du hast es sogar erkannt. Nee, der liegt hier nicht. Achso. Ey, ist das mit den Sexszenen immer? Ich schwöre, in der Story gibt es Sexszenen. Stimmt. Was passiert? Stimmt. Wow. Ich gucke illegale Porno-Streams auf RedTube. Was ist RedTube? Das ist das, wo die Abmahnung gekriegt haben, weil die Streams gucken. Und das ist illegal, glaube ich. Deshalb sage ich das. Sprichst du aus eigener Erfahrung? Keine Ahnung. Ach so. Der hat irgendwie so
Video geguckt, aber sogar öffentlich, was der für ein Video geguckt hat. So, Amandas Geburtstag oder so, oder Geburtstagsüberraschung, irgendwie sowas. Ja. Irgend so ein Typ, der wurde abgemahnt. Und dann haben die das in die News gezeigt, oder was? Und vor allem, die haben das mit einem. Also die haben irgendwas verwechselt, und wir in so einer Streaming-Technologie verwechselt. Und dadurch ist das voll unwirksam. Aber auf jeden Fall hat der Nachmahnung gekriegt, weil er nach vorne geguckt hat. Boah, für mich, der Bolus ist so scheiße. Sehr gut. Ja, du bist gar nicht mehr da. Doch. Aber tot. Ja. Ich guck mal meine Punkte an, Tim. Lass mal was gegen die Amerikaner sagen. Ich bin Amerikaner, du hast. Ich auch. Du bist gar kein Amerikaner, du hast keinen Pass. Ich kann aber ohne Probleme einen kriegen. Ja. Ja, toll. Boah, nimm Raketenwerfer. Ich kann auch, einen Mann als Freund kriegen, bin ich jetzt deshalb schwul? Ja. Nein, ich sehe nur für schwule Männer gut aus. Shit. Bitte nimm das Scheiß. Hat der ein Black Widow? Nein. Eine schwarze Witwe. Das ist die. Du meinst Pfeil und Bogen? Die. Ich kann sie nicht mehr. Oh, der ist auch tot. Schade. Ja, Mann. Ey, Leute, habt ihr. Das ist der Raketenwerfer. Das ist die Notlösung. Habt ihr schon mal überlegt, dass das auch friedlich geht? Wie denn? Wir setzen uns zu den Leuten und reden. Pazifisten müssen auch mal sehr lieber Atlas, was sollen wir tun? Pazifisten müssen auch mal ihre Emotionen ablassen. Im Weißen Haus. Das ist ja genau. Gut. Bomb in the White House, quasi. Alter. Wir machen übrigens bald einen Amoklauf. Irgendwo. Wir machen eine Tournee. Okay, was gibt's noch für Codewörter? Oh, shit. Amoklauf-Tournee. So, World Tour. Tornado. World Tour 2013. Wir waren dabei. Ja. Einmal in den World Trade Center und zurück. Langsam wird's echt mies. Lass uns nochmal bei Natascha Kampusch reden. Wer ist Natascha? Was auch doch. Immer. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Die haben einfach mal irgendwie nicht viel richtig Schlimmes einfällt. Man kann irgendwie gar nichts sagen, was so richtig unfassbar gar nicht gehen würde. Vielleicht gibt es irgendwelche. Komm, das ist eigentlich was Positives. Streng dich an. Das ist eigentlich ein sehr positives Zeichen für unsere momentane Gesellschaft. Für unsere Gesellschaft oder für uns? Ja, ich kann auch tausendmal sagen, dass ich Kinder ficke, aber... Hinter dir! Du kleiner Junge, hinter dir! Das ist jetzt nicht das Kinderficken. Das ist spannend. Schnelle! Hurry up, wir wollen mal wieder Action. Spielen, Mann. Ich esse Menschen. Das ist nichts Besonderes irgendwie, ne? Das ist immer so... Ich bin ein Watcher. Ja, man kann es dir einfach nicht abnehmen, das ist das Problem. Ja, ne? Und wenn ich's machen da würde, ich es mache, da liege ich am Boden, Tim. Das wäre dann nicht schlimm, wenn ich Menschen essen würde. Ja, aber da würde doch keiner sagen. Alter, noch ein Atlas, Tim. Oh Gott, gar nicht. So, dann jeder würde sagen: Ach du Scheiße, wie ekelhaft. Dann werd mal kreativ. Tim, sag mir mal Bescheid, wenn sie es geschafft hat. Ja. Surfer Sanderson. Nein! Ah, oh, gut. Ey, wir können Justin Bieber singen. Dann kommt das auf jeden Fall. Mach mal! Baby! Verschone uns! Ich hab letztens irgendwie. Ey, ich wette, morgen bin ich ein Star. Wahrscheinlich. Baby! Ey, ich trinke auf Partys immer die Reste auf, die am Eingang stehen. Ist das schlimm genug? Wenn ich sehr besoffen bin. Die Lachen am Eingang oder die leider. Getränke? Nein, hauptsächlich die Getränke, aber. Das, was in den Laden vor dem Laden. In den Laden. Ja, Lachen vor dem Laden ist. Kann teilweise das gleiche sein, was in den Bierflaschen ist. So, ja, das stimmt. Das ist das Schlimme. Die Uwe. Aber ich. Alter, Tim. Raus. Mach Unsichtbarkeit an und verpiss dich, du kleiner Trottel. Ey, das war jetzt aber schon ein bisschen vulgär hier, junger Freund. Ich glaube, euch kann heute keiner mehr toppen. Pass auf, dass du nicht gelöscht wirst. Ich bänd dich. Mal bei YouTube gesehen.
Klopf, klopf. Sagt einer. Oh shit, guck mal hin. Ja, ich hab's gesehen. Feuerwehr. Wo ist der Atlas? Knock, knock, who's there? The door! It's me. Still wondering why you're not naked. Knock, knock, who's there? It's me, I kill you. Silence! I kill you! Klopp, klopp. Mann, mir fällt nichts ein. Ja. Kennt jemand von euch Sponsor? Ich find Sarah Connor Living to Love You ziemlich geil. Ist das jetzt schlimm genug irgendwie? Ich kann mit dem Leech leider spontan nichts anfangen. Ja, warte kurz, was passiert, wenn Maulwurf von inside this massive building. Alter, du hattest heute im Ohr von Sarah Connor gehört. Das heißt, du hast noch mehr Sarah Connor gehört. Was passiert, wenn sich ein Maulwurf durch Absteppen hält? Durch was? Er scheitert an Einzels Keller. Boah, Jim, die armen Zuschauer, dass sie das alles hören wollen. Aber lang kann es nicht mehr dauern. Hoffe ich. Ich wollte mal gerade eine kontroverse Frage stellen. Hat nicht mit dem Artikel von Nutella zu tun. Wer ist SpongeBoss? SpongeBoss? So ein kleiner komischer gelber Gube da. Yeah. Kennt ihr den Klopf-Klopf-Witz von dem? Klopf-Klopf? Ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen. Oh. Ja. Ich meine nicht den, der im Meer lebt. Ach so, nicht? Ja! Es geht weiter. Nee, der redet auch nicht von Jihad. Nee. Der war richtig unlustig. Hier gehen langsam die Pointen aus. Hier gehen die Pointen nie aus. Das beste Zeichen dafür, dass du recht hattest. Könnt ihr mal nicht immer den Dosen, die auf den Fenster auf seinen Tisch liegen lassen? Das passiert einfach, tut mir leid. So. Tim, es geht weiter. Ja, ein bisschen. Tim, du hast drei Augen. Ein bisschen. Habe ich drei Augen? Mir fällt nein, echt nichts total Kontroverses ein. Deine Mutter hat sechs Augen und dann aber behindert. Oh shit, Tim. Den Holocaust gab es nicht. Das ist verboten. Du musst das ein bisschen ernsthafter machen. Aber ich weiß nicht, ob du das willst. Okay, kontroverse Frage. Heißt es der Farbige, der Schwarze, der Dunkle? Der maximal pigmentierte. Das hat die NPD übrigens, glaube ich, irgendwann mal zuerst benutzt. Ja, also so aus Spaß. Das sind Leute übernommen, weil die das nicht wirklich maximal pigmentiert. Ich sage immer der Schwarze und ich finde das völlig gerechtfertigt, weil ich auch nicht farbloser genannt werden will, sondern weiß. Ich bin halt weiß, ja, was bin ich denn sonst? Man kann mich ja schlecht so in einem Farbverlauf einordnen, so rosa, mittel. Du meinst so rosa, pink, so? Mir fällt gerade auf, holt einer das Objekt? Ja, ich bin das ist so ein Lachsfarben. Ah ja, kenn ich. Die sind doch alle gleich, die sind Lachsfarbe. Ein Objekt beschafft. Ja, das ist doch geil. Erfolg! Mann, mir fällt nichts mehr ein. Ich hab letztens einen geilen Blondinenwitz gehört und wollte gerade erzählen, was ich damit verändere. Oh. Kennt ihr das? Ja. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto weniger fällt es einem ein. Tobi, welcher das war. Ja, okay, mach das. Oh, Tim, geschützt. Kein Akku. Oh. Kein Akku. Was fehlt denn jetzt noch? Gib dem. Ich habe jahrelang mein Meerschweinchen vergewaltigt. Da hat es gar kein Meerschweinchen, du Lügner. Dedele! Verbraucht! Muss dann deutlich überspannen. Tim, wie kann man eigentlich mit dem Volus. Wie was? Wie kann man eigentlich deine Kumpanen unterstützen mit dem hier? Indem du deine dritte Fähigkeit. Du meinst wohl, Kameraden! Oh! Obwohl, shit, nee, shit, Tim, Hilfe! Rechteinhalte werden mit Sicherheit nicht gesperrt. ich muss irgendwas Linkes sein. Ey, ich lach nur, wenn ihr das echt wusstet. Dann mach aber bitte. Ich möchte bitte einen Link dafür. kriegst du. Boah, ernsthaft, scheiß Volus. Scheiß was?
Bolo. Bolo? Magst du mich? Bolo. Spaghetti Bolognese hätte ich ja richtig Kopf drauf. Ich hasse Leute, Bolognese sagen. Tim, ich bin fast tot. Ich komme da leider nicht hin wegen dem Geschütz. Was war das ich jetzt? Ich bin tot. Brotjese. Juhu, schon wieder tot. Meine beiden Brotjese, die ich rede. Ja, seit ich da Bolognese gekriegt habe und der Chinese da drauf getreten ist. Ja, Chinese mit dem Kontra. Wir saßen beim Mass Effect und hatten 6 Augen. Ich finde, Augen? Eva Hermanns hat recht. Ingenieur. Hinter mir? Nee, vor dir. Er hat Ingenieur gesagt. Oder? Ach, Ingenieur. Ingenieur hinter mir? Nein, vor dir. Dieser Rüpel, der die ganze Zeit. Nein! Der Rüpel, der die ganze Zeit spricht. Ich guck grad, der eine kommt zu dir. Leider war. Ah, danke. Deutschland! Tim, ich kann bei dir gerade gar nichts mehr verstehen. Das ist gar nicht schlimm, weil es ist auch eher viel los. Echt? Oh. Hier links. Na toll. Die holen dich, glaube ich, beide. Aber ich habe mich gut gehalten. Egal, ist ja jetzt eh rum. Insofern spielt das keine Rolle. Lü. Lasst uns singen. Tim, ich hab 6000 Punkte in Welle 8. Wie auf den Philippinen nicht. Wo hast du den her? Hilfe. Aber das ist schon wieder nicht aktuell gut, weißt du? Wenn jetzt gerade was wäre, dann findet das einfach keiner lustig. Ist irgendwas Lustiges passiert so in letzter Zeit? Das ist richtig ernsthaft. Ich guck, frag schon. Okay, ja, leg los. Irgendwas Ernstes, die FDP fühlt sich nicht. Jetzt ist aber... Ich bin dafür, dass Christian Lindner unser neuer Führer wird. Nach der schönen Rede, oder nach was? Nach der Rede bin ich fest davon überzeugt. Ich hoffe fast, da kommt ein Nemesis oder so. Anton, ich finde, in der Ukraine sollten keine Menschen demonstrieren dürfen. Es soll alles so bleiben, wie die Dichte, mit der du deine Sachen vorträgst, impliziert, dass du es nicht ganz ernst meinst, leider. Du brauchst nicht dauernd wieder darauf hinzuweisen, dass du hier keine rechtlichen Probleme kriegst. Ich auf keinen Fall. Ich konnte Nelson Mandela nicht leiden. Jedem seine freie Meinung. Was? Hä? Tim, was ist gefährten meine Dolmetscher bei Mandela feier Dolmetscher nicht. Ich werde einfach immer unsichtbar. Scheiß Gebirden. Mensch, Tim? Ja, ich, da sind Phantome. Ich komme. Mit dem Bolus, wenn ich Nahkampf mache, werde ich immer unsichtbar. Ja, ich weiß, der hat keinen Nahkampf. Ach so. Ey, guck mal, ne? Darf man einfach so Nachrichtenmeldungen klauen? Nee, ne? Inwiefern? Mach mal die NSA. Also, ich verlese jetzt meine Nachrichten, die ich selber erfunden habe. Opposition lehnt Dialog ab. Im Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und der Opposition schwinden die Aussichten auf eine friedliche Lösung. Nach einem gewaltsamen Polizeieinsatz gegen Demonstranten in der Nacht zum Mittwoch sieht auf die Opposition wieder die Klitschko-Rennspielräume. Alex, wieso habe ich das für dich getan? Weil ich danach von einem Phantom abgeschlachtet werde. Aber du... Oh. Wo kommt dieser komische Name her? Asparagin, Glutamin Asparagin, und das war's. Tryptophan. Oder? Tür. T-U-R, Tryptophan, ne? Bitte, wie oder was du ist T-Y-E? Ich weiß Mir macht nicht. Menschentöten Spaß und ich empfinde dabei sexuelle Befriedigung. Jawohl, hab Spaß dabei. Wenn ich jetzt noch Gold schaffe, ich lach uns so aus. Oh, es liegt wieder an der letzten Person, schön. Vor allem guck dir mal meine Punkte an, Tim. Hm? Guck dir mal meine Punkte an, wie gut ich mit dem Volus bin. Oh, krass. Ich bin gar Perfekt, nicht so ne? übel. Ah, der sieht mich da hinten im Hintergrund. Siehst du die drei Bälle ja. da schweben?
Da lieg ich. So ein kleiner Fleischkloß. Ich kann jetzt hiermit leider nicht zielen. So, Tim, ich gehe mal wieder auf Facebook online. Ihr könnt ruhig auch als Blutritt TV auf Facebook liken, wenn ihr unbedingt wollt. Das mache ja nicht mal ich. Ich auch nicht. Beste Werbung. Was ist beste Werbung? Alles. Das hier. Und? Ja, auf mir ist aber ganz schön eingeschlossen. Wer? Echt? Oh ja, der sollte sich unsichtbar machen. Oder ist das nicht der unsichtbar machende Typ? Weiß es nicht. Obwohl, nee, der unsichtbar machende Typ hat auch noch Granaten, glaube ich. Ich finde, Antisemitismus könnte in unserer Gesellschaft viel verbessern. Er ist wieder da. Mit leerer Blase. Er ist wieder da. Holt die Fahnen wieder raus. Tim, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten unseren Kanal erweitern. Ich kenne aus dem Judenwitz, was ich weiß. Genau. Kommt ein Jude an den Bauernhof und sieht den Bauer arbeiten und fragt, kann ich helfen? Sagt er, nee, danke, wir heizen mit Holz. Der ist alt. Voll geil. Der war richtig böse. Ja, das stimmt. Bin ich auf Lautsprecher? Du bist auf, wir hören dich. Ah. Hörst du uns auch? Natürlich. Wie bitte, was? Tim, was kann dir dein Hintergrund aktivieren, diese runde Dingsbums da? Was soll man aktivieren können? Du siehst doch diesen runden Kreis da bei den Atlanten da links der daneben. Runde Kreis. Was für ein runder Kreis? Ja, dieses aktivieren. Nein! Die Kreise sind nein, immer nur rund, du. Okay, das war's. Das war's. Auf Wiedersehen. Schade. Aber also gut. Ich geb den Minipack. Dann kollektiv bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir wünschen Christian und Christian. Und Tim und. Ja. Ich bin Christian und ich möchte inkognito bleiben. Okay, bis dann.